Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch einen Stargast mitgebracht. Und zwar einen, dieser Typ hat tatsächlich so eine furchtbare Stimme, dass es alles, was er so sagt, eigentlich geschrien sich anhört. Mal davon abgesehen, Stargast aus dem Grund, denn wir werden hier heute direkt von der Haupthandelszentrale angerufen. Ja, mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen Telefonat. Hallo, Herr Steiner, wie geht's Ihnen heute? Gut, wieso? Mir auch gut. Herr Steiner, ich bin Sebastian Leroy, der Kontomanager von der Europäischen Haupttradingzentrale. Ja? Aha. Ich habe gerade die Anmeldung bekommen und möchte Ihnen einfach zusammen weitere Schritte zu machen. Ja? Mein Beruf ist einfach Ihnen alles erklären und Ihre Handelskonto vollständig aktivieren. Aha. Herr Steiner, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Nö, kenne ich mich nicht mit aus. Wie bitte? Kenne ich mich nicht mit aus. Dann, Herr Steiner, was meinen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie das wiederholen? Ich sagte, ich kenne mich damit nicht aus. Tja, also hier scheitert es schon an den einfachsten Dingen. Also an der Antwort zu seiner Frage. Er fragt mich, ob ich mich damit auskenne. Ich sage nein, ich kenne mich damit nicht aus. Und da ist das Gespräch eigentlich schon sinnfrei, weil er versteht's nicht. Ja, also so stellt man sich das natürlich vor, wenn jemand von einer Haupthandelszentrale anruft, ne? Oder Haupttradingszentrale oder wie er auch das hier immer nennen mag. Vor allem, was sind das für eine Firma? Also gibt's gar nicht so einen Schuppen. Herr Steiner, ich habe gesagt, dass ich rufe Ihnen von finanzieller Börse. Sie sind bei uns angemeldet gerade. Ja. Sie haben Interesse geäußert, dass Sie möchten mit Onlinehandel mehr Geld verdienen. Und genau deswegen bekommen Sie jetzt einen Anruf von meiner Seite. Ja? Haben Sie es jetzt verstanden? Ja, habe ich vorhin schon verstanden. Okay, ganz gut. Haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie Handelsprozess anfangen? Nee. Okay, dann werde ich das einfach wieder erklären, ja? Herr Steiner, Sie haben jetzt einfach die Möglichkeit zu auswählen, von 250 bis 1000 Euro jede Summe zu auswählen und damit Handelsprozess zu anfangen. Mhm. Ja? Und genau, wenn Ihr Handlungskonto einfach aktiviert nach dieses Überweisung, Transaktion, Investition, Sie bekommen einfach einen Anruf von Ihrem eigenen Privatexpert und dieses Privatexpert macht einfach alles für Sie. Ja, Sie bekommen zwischenzeitige Anrufe, wann sollen Sie etwas kaufen, wann sollen Sie etwas verkaufen, welche Strategie ist momentan besser und so weiter und so weiter. Ja. Und Sie hätten auch unser automatisiertes Programm, das macht mathematische und algorithmische Rechnungen und kauft und verkauft selber. Damit absichern wir unsere Summe. Ja, und das gibt uns Garantie, dass wir verlieren nichts. Ja, weil damit wir schützen uns damit. Herr Steiner, jetzt werde ich Ihnen wieder mal fragen. Haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Was ist denn besser? Also dadurch, dass er ja von irgendeiner Haupthandelsplattform spricht, geht man ja eher von irgendeiner Überwachungsbehörde oder sowas aus. Weil letztendlich einen Firmennamen oder sowas dergleichen hat er ja nicht wirklich genannt. Das ist ja einfach nur das Geschwafel. Denn die absolut Kakerlaken-Grammatik, die man wirklich, weiß ich nicht, ist der irgendwie zu oft mit dem Kopf, hat die Schaukel zu nah an der Hauswand gestanden und der ist beim Schaukeln ständig gegen die Wand geklatscht. Irgendwas muss da ja wirklich bei dem im Oberstübchen nicht so ganz funktionieren. Tja, letztendlich ruft der hier an für ein angeblich deutsches Unternehmen, beziehungsweise ein europäisches ja sogar, aber kann eigentlich kein Wort geradeaus vernünftiges Deutsch, weil alles, was der so sagt, ergibt ja kaum Sinn. Und man muss ja echt überlegen, was der von einem will. Da kriegt man ja schon beim Zuhören Kopfschmerzen. Wie bitte? Was ist denn besser? Was meinen Sie? Na, die Antwort auf Ihre Frage. Ah, okay. Herr Steiner,
Da Sie Anfänger sind, nach meiner Meinung ist für Sie 250 Euro besser, ja? Ja. Weil damit werden Sie einfach nachschauen und ausprobieren, wie das ganze System funktioniert. Sie werden sehr gute Erfahrungen sammeln und auch sehr, sehr gut verdienen, ja, ja, kann man sagen. Ja, und wenn Sie einfach mit größeren Summen handeln möchten, können Sie dann wieder und wieder investieren, wenn Sie es möchten. Ja, und Ihre Handlungskapital vergrößern, ja, weil mit mehr Geld verdient man mehr Geld. Das ist auch ganz logische Sache. Ja. Okay, dann machen wir es mit 250, ja? Ja. Okay, ganz gut. Normalerweise, Herr Steiner, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Weiß ich nicht. Was bedeutet, weiß ich nicht? Normalerweise, wie bestätigen Sie Überweisungen? Das klingelt an der Tür. Wie? Hat geklingelt an der Tür. Hahaha. Sehr herrlich. Ja, ich muss mal an die Tür. Tolles Humor. Herr Steiner, Sie sind jetzt auf der finanziellen Börse schon, ja? Unsere Firma arbeitet jetzt für Sie. Wir haben schon unsere hochkostende Zeit verloren für Sie. Ja, und wenn Sie nicht ernst sind, damit sind wir auch belästigt und damit bekommen Sie einfach nur eine Strafe, weil wir haben die Partnerschaften mit allen Banken auf dem Welt, natürlich mit Ihres Bank. Ich werde das überprüfen jetzt mit Ihrem Namen, mit welches Bank haben Sie einfach Konto, und dann werden Sie einfach eine Strafe bekommen, falls Sie nicht ernst sind. Ja, und jetzt, bitte, ja, einfach denken Sie wie ein altes Mann. Also ihr habt sie hier gehört. Ich habe das Telefon einfach an die Seite gelegt, weil es tatsächlich an der Tür geklingelt hat und ich Besuch erwartet habe. Hat man ja auch das Hallo im Hintergrund gehört. Naja, aber was will der denn? Es klingelt an der Tür. Ich sage, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Es hat geklingelt an der Tür und der erzählt mir hier irgendwas von Strafe, Zeitverschwenden und lacht mich aus und erzählt irgendeinen Rotz. Alter, was denken die? Also die Theorie mit der Schaukel und der Wand muss bei ihm wirklich gestimmt haben. Aber ich glaube, die Schaukel stand näher an der Wand, als wir das alle vermuten. Weil, also, hä? Ich sage, es klingelt an der Tür, man hört es ja auch laut und deutlich. Und dann erzählt er mir, ich bekomme Strafe und ich verschwinde seine Zeit und, Also, blickt das noch irgendeiner? Also ich habe ja schon mehrmals her erzählt. Irgendwie, wenn die anrufen, denken die immer, man ist sofort für die da, man hat sofort Zeit, obwohl man ja gar nicht weiß, dass die anrufen. Man hat alles schon parat liegen, die Kreditkarten liegen fein säuberlich vor euch sortiert, der PC ist hochgefahren und das Handy ist schon eingeschaltet. Das müssen die scheinbar denken. Ich weiß es nicht. Also ich meine, man hat es doch jetzt hier absolut gehört. Und das, was ihr hört, hörten die auf jeden Fall auch, weil es ist das gleiche Mikrofon, ne? Also da gibt es kein Wenn und Aber, das hören die definitiv auch. Alles, was über mein Mikrofon reingeht in diese Aufzeichnung, hört der exakt genau auf der gleichen Lautstärke. Ja, und ich sag ihm, er hat geklingelt. Muss mal kurz hin. Hä? Naja. Altes Mann und sprach über die Dinge, ja, okay? Genau. Das machen okay, wir okay, ganz gut. Herr Steiner, und ich werde das wieder mal fragen. Ja. Welches Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard? Oder benutzen Sie einfach Online-Banking? Nee, da habe ich eine Hagebau-Knacks-Club-Smartkarte. Vom Hagebaumarkt. Ja. Und wie bezahlen Sie zum Beispiel der Stromrechnung? Das geht von meinem Konto runter. Sie haben dann Bankkonto, ja? Ja. Das bedeutet, dann mit dieses Bankkonto können wir ganz normales Überweisung tätigen mit 250 Euro. Ja. Ja. Dann werden Sie bekommen dieses Geld, dieses Summe auf Ihr Handelskonto. Toll. Nach der Aktivierung werden Sie bekommen auch die Zugangsdaten und Sie können es per PC, per Tablet, per Handy auch herunterladen. Ja. Und damit
benutzen. Ja, okay. Wenn Sie möchten und wann Sie möchten und so Sie möchten. Ja. Sie hätten auch die regelmäßiges Kontakt mit Ihres Privatexpert und Sie hätten euch alle nützliche und alle mögliche Informationen über unser System, über Finanzmarkt und Sie werden sehr, sehr gute Wissenschaft und sehr, sehr viel Erfahrungen sammeln in diesem Bereich. Toll. Okay? Also es fällt ja wirklich wahnsinnig schwer, den Typen irgendwie auch nur ansatzweise zuzuhören. Weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, alles, was der da so von sich gibt, hat keine Hand, kein Fuß, das ist alles einfach nur irgendwie dahingelabert. Aber da ergibt nichts Sinn. Also wenn man sich das mal wirklich mal ganz genau reinzieht, man kann ja nochmal zurückspulen, das ergibt alles keinen Sinn. Das ist einfach nur wild irgendeine Scheiße aneinander gekettet, wo der Anfang mit dem Ende von dem, was er da gesagt hat, auch schon gar nichts mehr zu tun hat. Ich weiß es nicht. Also ich bin, ja, eigentlich ist man da beim Zuhören jedes Mal überfordert, was sie von einem wollen. Denn der versucht ja hier eigentlich, in Klammern, zu helfen. Und der versucht hier, ja, irgendwie eine seriöse Firma darzustellen und der versucht euch davon zu überzeugen, dass ihr 250 Euro einzahlen sollt. Aber alles, was der so sagt, ist nur irgendwie aneinandergereihte Scheiße. Ja. Ja, sehr gut. Prima. Eine Minute bitte. Ja. Hallo? Okay, hören Sie mich? Ja. Ah, ganz gut. Deutlich lautlich. Herr Stein, ja. Ja. Dann machen wir es so. Ja, ich werde jetzt per WhatsApp unsere Bankdaten einen Link senden. Ich habe schon Ihre Informationen mit unserer Finanzabteilung vorbereitet. Und ich werde für Sie einen Link senden und mit diesem Link können Sie einfach einige Informationen ausfüllen und dann eine Überweisung mit 250 Euro tätigen. Ja, und das ist ganz normales Überweisung und vielleicht wird es fertig in 2 oder in 3 Tagen maximal. Ja. Herr Steiner. Ja. Ich denke, dass Sie sind jetzt einfach unseriös. Nee. Ja? Oh, was warum? Sagen Sie jetzt? Also, ich meine mal, abgesehen davon, dass das schon stimmt, aber wie kommt denn der jetzt da drauf? Letztendlich bestätige ich ja nur den Scheiß, den er da so von sich gibt. Weiß ich nicht. Also darf man mittlerweile bei den Betrügern nicht mal Ja am Telefon sagen? Irgendwie, weiß ich nicht, die werden ja immer anspruchsvoller, ne? Wissen Sie nicht mehr Wort als Ja oder? Na, ich höre zu. Ich rede Ihnen nicht dazwischen. Haben Sie gar keine Frage jetzt, weil es ist nicht kleine Sache. Ja, es ist Finanzmarkt und mit Finanzmarkt hat man ganz, ganz große und viele Möglichkeiten. Sie können jetzt einfach Ihre eigene Zukunft ganz ändern. Ja. Ihre finanzielle Zustand verbessern. Toll. Und Sie fragen mir jetzt und ich denke, dass Sie sind nicht damit interessiert. Was? Das kam akustisch nicht richtig an. Hallo? Was wollen Sie schriftlich? Das kam akustisch nicht richtig an, Ihre letzte Aussage. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Okay. Herr Steinjab. Ja? Wie alt sind Sie? 29. 22. Nein, 29. 29. Ja. Ja, es ist, ich muss auch sagen, dass es ist ganz gute Alter, etwas Neues zu machen. Sie ja. Sie sind sehr gute Entscheidung getroffen. Mhm. Ja. Und jetzt, Herr Steiner, ich werde Ihnen einen Link senden. Ja, als ich richtig verstanden habe, Sie haben keine Visa oder Mastercard, ja? Doch. Okay, dann warten Sie auf der Linie eine Minute, bitte. Ja. Hallo?
Herr Steiner. Ja. Benutzen Sie keinen WhatsApp unter dieser Nummer? Nö. Okay, dann welches Kommunikationsmitteilung benutzen Sie normalerweise? Benutzen Sie E-Mail? Ja. Ja oder nein? Ja. Okay, ganz gut. Dann warten noch eine Minute, bitte. So lange? Hallo? Ist da noch einer? Kuckuck. Ja, Herr Steiner, ich habe gesagt, dass... bitte warten Sie noch eine Minute auf der Linie, okay? Okay, noch eine Minute, bitte. Ja. Hallo? Herr Steiner. Ja. Ich werde jetzt ein E-Mail schreiben und ich werde dieses Link senden, okay. Und warten Sie bitte eine Minute, okay? Nochmal? Es ist noch nicht gegangen, eine Minute, Herr Steiner. Doch, die ist schon rum. Ganz gut. Herr Steiner. Ja. Ich habe das schon gesendet und vielleicht bekommen Sie das in 2 oder in 3 Minuten. Ja, und bevor das fertig wird, ich möchte einfach mit Ihnen reden, ja? Ja. Natürlich, es ist schon 21. Jahrhundert und natürlich alle Menschen brauchen mehr Geld, ja? Weil wir haben mehr Möglichkeiten, ja? Aber warum sind Sie angemeldet, ja? Ich meine, was ist Ihre Motivation? Haben Sie ein bestimmtes Ziel, das Sie erreichen möchten? Ja. Oder Sie möchten nur einfach mehr Geld verdienen? Nö. Dann was möchten Sie? Was ist Ihre Motivation? Eure Zeit verplempern. Was? Wie bitte? Ich möchte eure Zeit verplempern. Ah, ja. Ja. Natürlich. Ja, genau, natürlich. Also, weiß ich nicht. Er redet doch selber die ganze Zeit, also vorhin davon, dass wir seine Zeit verschwinden und nun begreift das nicht? Ich weiß es nicht. Also, Wahnsinn, der Typ. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht, denn das Telefonat geht hier noch einen kleinen Moment. Also, einen kleinen längeren Moment tatsächlich sogar noch. Kuckuck. Ist da noch einer? Ja, ich bin da. Ja. Ja, und die deutsch sprechenden Stimmen im Hintergrund, die man jetzt vielleicht das ein oder andere Mal hören könnte, ja, hat damit zu tun, dass wir gerade beim Kochen sind. Und ja, erinnert euch, es hat ja tatsächlich geklingelt an der Tür. So. Nicht, dass jetzt hier noch jemand auf die Idee kommt, die Kakerlaken könnten richtig Deutsch. Und nu? Ja, Herr Steiner, ich bin da und Sie sollen 2 oder 3 Minuten noch warten. Ich habe es schon gesendet, E-Mail und bitte warten und erneutern Sie Ihre Inbox, okay? Toll. Ja, Sie machen das gut. Hallo? Sie sind so leise. Kuckuck. Hallo. Ja. Ja. Sie waren auf einmal weg. Ja, weil wir haben etwas zu vorbereiten. Ja? Ja? Und bitte warten. Worauf denn? Worauf soll ich denn warten? Ja. Was kommt denn? Dann werden wir eine Überweisung tätigen und wenn diese Überweisung fertig wird, Sie werden Handlungsprozess anfangen. Ja? Ist das gut, ja? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ganz gut, dann werden wir das sehen. Und ja. Ich muss auch sehen, dass es wird unbedingt sehr gut. Ja.
Hallo? Sie sind schon wieder weg. Hallo? Herr Steiner. Ja? Warum sprechen Sie wie ein kleines Kind? Weil Sie immer weg sind. Ja, und haben Sie etwas Gefahr, allein zu sein, oder? Ja. Ja, sehr, sehr schade. Jo. Wer ist Ihre Mama? Ja? Wer ist Ihre Mama? Was? Wer ist deine Mutter? Warum ist die neben dir? Die ist nicht neben mir. Ja, es ist sehr gefährlich einfach, zu Hause allein zu sein, ja? Ja. Ich verstehe nicht. Naja. Aber immerhin bin ich kein Betrüger, so wie ihr. Wie bitte? Ihr seid Betrüger. Was meinen Sie? Na, ihr seid Betrüger. Aber warum denken Sie so? Na, weil ihr die Leute betrügt. Ja, manche Leute, zum Beispiel Hitler, ja? Ja. Ja, ganz gut. Ich habe schon geschrieben, haben Sie es noch nicht gefunden? Nee. Okay, dann noch eine Minute bitte und bleiben Sie leise. Ha. Ja. Hallo? Mr. Betrüger, sind Sie noch da? Herr Steiner, ja? Ich möchte jetzt Ihnen fragen, wer ist Ihre Mutter, ja? Weil ich werde Ihnen einfach sehr gern helfen, wieder ein Kind zu machen, ja? Ja. Die mag einfach, weil ich denke, dass Sie sind noch solches Kind. Ja. Ja, sehr gut. Auf Wiederhören, Herr Steiner. Tschüss, du Betrüger. Sie sind sehr unseriös und Sie verlieren jetzt meine Zeit. Ja? Und außerdem das, bitte warten Sie ein E-Mail von Ihrer eigenen Bank. Dort werden eine Strafe bestellt und Sie ja. wollen es unbedingt bezahlen. Toll. Ja. Auf Wiederhören. Ja? Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht mehr groß zusammenfassen. Dass das hier nichts anderes als Betrug ist, hat er, glaube ich, selbst verraten. Auf die E-Mail von mein eigenes Bank mit große Strafe warte ich übrigens heute noch. Vor allem frage ich mich, wie soll das über die Bank funktionieren? Naja, absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch die Zeit gerne bis morgen noch ein bisschen und überbrücken. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.